Salve! Iterum hic sumus Artemidorus elephantus comes meus et ego sodalis tua in arboreto grammaticae latine. Hodie tractabimus secundam partem accusativi cum infinitivo. Hallo, da sind wir wieder! Artemidorus und ich, deine Gefährten im Dschungel der lateinischen Grammatik. Heute geht es wieder um den ACI, Teil 2. Mach mit! Veni mecum! Ja, nachdem ihr im letzten Video gelernt habt, wie man einen ACI erkennt und wie man ihn übersetzt, lernen wir jetzt so ein bisschen was über die Feinheiten. Nochmal kurz zur Wiederholung. ACI heißt also Accusativus cum Infinitivo und ist im Lateinischen also ohne Komma gesetzt. Ich muss aus dem Akkusativ im Deutschen das Subjekt machen und aus dem Infinitiv im Deutschen das konjugierte Verb. Im Deutschen mache ich aus dem ACI ein Gliedsatz und leitet den mit Komma das ein. Also wir erkennen ihn jetzt schon und können ihn auch so in Grundzügen übersetzen. Jetzt müssen wir zu einem neuen Begriff kommen, und zwar zu dem Begriff Zeitverhältnis. Was ist denn überhaupt ein Zeitverhältnis? Ein Zeitverhältnis ist keine absolute Zeit, wie zum Beispiel jetzt Präsens oder Perfekt oder Futur, sondern ein Zeitverhältnis bedeutet immer, wie jetzt der Hauptsatz sich in diesem Fall zum ACI verhält. Die Handlung des Hauptsatzes zur Handlung des ACIs. Wir sehen hier mit diesem Pfeil, das soll also ein Zeitstrahl sein. Und in diesem Zeitstrahl haben wir in der Mitte also die Gegenwart und hier das, was kommt, rechts die Zukunft und links, was schon war, die Vergangenheit. So, wenn jetzt der Hauptsatz und der ACI beide in der Gegenwart spielen, das habe ich jetzt grün angemalt, dann ist es gleichzeitig, die Handlung ist gleichzeitig. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß jetzt, dass du jetzt da bist. Also das passiert genau gleichzeitig. Also dann ist der ACI und der Hauptsatz gleichzeitig. Der ACI und der Hauptsatz kann gleichzeitig sein in der Gegenwart, aber er kann auch zum Beispiel gleichzeitig sein in der Vergangenheit. Ich wusste gestern, dass du gestern da warst. Also, das habe ich hier rot gemalt. Also, wenn Hauptsatz und ACI beide in der Vergangenheit sind, spielen sie auch sozusagen zum gleichen Zeitpunkt, sind sie auch gleichzeitig. Und dieses Zeichen, dass also es gleichzeitig stattfindet, ist im lateinischen Satz immer der Infinitiv Präsens. Also, wenn der Infinitiv Präsens in dem lateinischen Satz steht, dann weißt du, die Handlung des ACIs ist gleichzeitig zur Handlung des Hauptsatzes. Beide Handlungen finden gleichzeitig statt. Danach kommen wir zur Übersetzung. So, und was bedeutet jetzt vorzeitig? Vorzeitig bedeutet, dass die Handlung des ACIs vor der Handlung des Hauptsatzes passiert ist. Also so wie ich es jetzt hier wieder an meinem Zeitstrahl demonstriere, also der Hauptsatz steht zum Beispiel in der Gegenwart und der ACI ist schon in der Vergangenheit passiert. Ich weiß jetzt heute, dass du gestern schon da warst. Also dann ist es vom ACI schon gestern passiert. So, wenn also jetzt die Handlung des ACIs vor der Handlung des Hauptsatzes passiert ist, dann steht im ACI immer der Infinitiv Perfekt. So, dann kann es aber auch sein, dass die Handlung des ACIs erst nach der Handlung des Hauptsatzes passiert. Ich weiß, dass du auch morgen wieder kommen wirst. Also das weiß ich jetzt schon und das andere passiert aber erst morgen. Und bei der Nachzeitigkeit steht dann in ACI der Infinitiv Futur. Das nennt man dann eben nachzeitig. Jetzt schauen wir mal weiter. Also, wir haben jetzt also gelernt, was ist ein Zeitverhältnis? Und wir müssen
uns merken, der Infinitiv im ACI drückt also keine absolute Zeit aus. Das heißt, der Infinitiv Präsens im ACI wird also nicht immer mit Präsens übersetzt, sondern er drückt nur ein Zeitverhältnis aus, wie wir es gerade vorhin geklärt haben. Also der Infinitiv Präsens im ACI bedeutet, dass die Handlung des ACIs gleichzeitig stattfindet zu der des Hauptsatzes. Egal, ob sie jetzt in der Gegenwart stattfindet, ich weiß jetzt, dass du jetzt hier bist, oder die Handlung kann ja auch gleichzeitig in der Vergangenheit schon stattgefunden haben. Ich wusste gestern, dass du gestern schon da warst. Also, aber es muss gleichzeitig sein. So, der Infinitiv Perfekt im Lateinischen, der drückt jetzt die Vorzeitigkeit zum Hauptsatz aus. Ich weiß heute, dass du gestern schon da warst. Oder es könnte auch eine Vorzeitigkeit zur Vergangenheit ausdrücken. Ich wusste gestern, dass du schon vor 3 Monaten gekommen warst. Oder ich habe gestern erfahren vielleicht, dass du schon vor 3 Monaten hierher gekommen warst. Dann würden wir im Deutschen sozusagen noch das Plusquamperfekt übersetzen. So, und der Infinitiv Futur, der drückt jetzt die Nachzeitigkeit zum Hauptsatz aus. Ich weiß heute, was ich morgen tun werde. Also ich weiß heute, dass ich morgen Klavier spielen werde, zum Beispiel. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das übersetzen. Gehen wir als erstes zur Gleichzeitigkeit. Puto vos mihi ad esse. Da habe ich jetzt also im Hauptsatz Präsens und den Infinitiv Präsens. Der Infinitiv Präsens, den habe ich hier in allen 3 Sätzen immer ad esse. Und ich weiß also, dass ich jetzt den ACI in der gleichen Zeit übersetze wie den Hauptsatz, dass diese Handlung gleichzeitig stattfindet. Im ersten Satz ist der Hauptsatz jetzt Präsens. Ich glaube jetzt, dass ihr mir jetzt helft. Dieses Jetzt habe ich nur sozusagen selber eingefügt, damit du erkennst, dass das jetzt klar gerade alles stattfindet. Und jetzt im Satz 2, Skivi. Da ist der Hauptsatz jetzt im Perfekt. Und jetzt findet es also gleichzeitig in der Vergangenheit statt. Ich habe gewusst, also zum Beispiel, ich habe gestern schon gewusst, dass du da warst, dass du gestern da warst. Also beides gleichzeitig, aber ist schon längst passiert. Und so auch im dritten Satz, Naravi vos amicis ad esse. Ich habe erzählt, dass ihr den Freunden geholfen habt. Also, das ist auch schon passiert in der Vergangenheit. Ich habe gestern erzählt, dass ihr zum Beispiel gestern den Freunden geholfen habt. Also dieses gestern und jetzt und so, das müsst ihr alles eben jetzt nicht übersetzen. Das ist jetzt nur zur Verdeutlichung. Also, du kannst auch einfach erstmal die lateinischen Sätze danach zur Übung nochmal anklicken und dann schriftlich nochmal übersetzen und dann dir erst die Lösung zusammensuchen. So, es geht weiter. Wie ist es jetzt nun mit der Übersetzung der Vorzeitigkeit? Non ignoro te venisse. So, als Kennzeichen der Vorzeitigkeit ist jetzt immer der Infinitiv Perfekt. Also wir sehen bei allen 4 Sätzen immer den Infinitiv Perfekt. Nochmal zur Wiederholung, wie erkenne ich einen Infinitiv Perfekt? Ich hänge also an den Perfektstamm die Endung isse an. Also hier haben wir venisse und als letztes habe ich dann noch perrexisse von pergere, pergo, perrexi. Genau, also im ersten Satz habe ich als Hauptsatz non ignoro, also Präsens im Hauptsatz. Ich weiß genau und jetzt die Vorzeitigkeit, dass du gekommen bist. Dann im Satz 2, da ist jetzt im Hauptsatz schon perfekt. Ich wusste genau und jetzt
Ich wusste zum Beispiel gestern genau, dass du schon vor 3 Monaten gekommen warst. Also wenn ich es ganz genau übersetzen will, dann muss ich diese Vorzeitigkeit im Deutschen, die Vorzeitigkeit zum Perfekt, dadurch ausdrücken, dass ich dann den ACI im Deutschen mit Plusquamperfekt übersetze. Aber es ist so ganz so schwer, ist es nicht? Das Deutsche ist bei diesen Zeitverhältnissen nicht ganz so genau wie das Lateinische. Du musst immer darauf achten, dass du den Hauptsatz wirklich genau übersetzt. Also, ich wusste genau. Also da kannst du jetzt nicht einfach Präsens übersetzen. Aber ich könnte auch sagen, ich wusste genau, dass du gekommen bist. Oder eben, wenn ich es ganz genau übersetzen will, ich wusste genau, dass du gekommen warst. Dann Satz 3. Nes kiwi te venisse. Also auch wieder im Deutschen perfekt. Ich wusste nicht. Und jetzt Vorzeitigkeit dazu, dass du gekommen warst. Also auch wieder Plusquamperfekt im Deutschen. Oder eben, ich könnte auch das perfekt machen. Dann Satz 4. Credo vos iter perexisse. Ich glaube, jetzt habe ich im Hauptsatz wieder Präsens. Und da ist es einfach, da nehme ich einfach das Perfekt für den ACI als vorzeitige Übersetzung. Ich glaube, dass ihr die Reise fortgesetzt habt. So, auch hier kannst du wieder erst die lateinischen Sätze anklicken und dann das Video anhalten und es schriftlich übersetzen zur Übung. Also das machst am besten. So, nun kommt die Nachzeitigkeit. Das lernen jetzt die Leute, die den ACI jetzt gerade neu lernen, erst später. Das könnt ihr auch erstmal überspringen. Und die aber jetzt den ACI nochmal wiederholen, die sollen das jetzt mitlernen. So, promitto me venturum esse. Also die Nachzeitigkeit, haben wir ja vorher schon gesagt, wird mit dem ACI, im ACI mit dem Infinitiv Futur gebildet. Und der Infinitiv Futur, wie wird der gebildet? Aus 2 Wörtern, venturus aum esse. Und venturus ist also das Partizip Futur. Das wird gebildet vom PPP mit der Endung urus aum, also urum, arum, urum. Und hat eben 2 Wörter. Ich verspreche, dass ich kommen werde. Und auch hier sind wir wieder im Deutschen teilweise nicht so genau mit dieser Nachzeitigkeit. Ich sage, ich verspreche auch, dass ich komme. Weil ich sage ja auch, morgen gehen wir spazieren. Der Lateiner würde sowas nie sagen. Der würde zum Beispiel sagen, morgen werden wir spazieren gehen. Aber wir im Deutschen sind da ein bisschen nachlässiger mit diesen Zeitverhältnissen. Also, ich verspreche, dass ich komme oder eben kommen werde. So, was haben wir als nächstes? Bero vos redituros esse, also hier der Infinitiv Futur von redire, zurückkehren. Sperare heißt hoffen. Ich hoffe, dass ihr zurückkehren werdet. Oder eben, ich hoffe, dass ihr zurückkehrt. Dann den dritten Satz. Juravi me numquam scelus commissurum esse. Ich habe geschworen, dass ich niemals ein Verbrechen begehen werde. Oder ich schwor, dass ich niemals ein Verbrechen begehen werde. Auch hier könnten wir wieder das nicht so genau im Deutschen übersetzen, den ACI. Ich schwor, dass ich niemals ein Verbrechen begehe. Also beim Hauptsatz müssen wir schon immer genau sein. Und beim ACI können wir das beim Zeitverhältnis eben auch, wie wir es eben im Deutschen auch sagen, nicht so genau sein. Und man kann sich noch so ein bisschen als Faustregel merken, nach hoffen, drohen, schwören und geloben, und also beziehungsweise versprechen, steht immer der ACI Futur, also sperare, hoffen, genau, also oder hier schwören, jurare, geloben, also promittere, versprechen, da steht immer der ACI Futur. So. Jetzt nochmal zusammengefasst, also merkt dir, der Hauptsatz muss also in der genauen Zeit übersetzt werden. Zum Beispiel hier spero,
Das muss ich in Präsens übersetzen, da darf ich nichts anderes machen. Oder beim zweiten Satz Kiwi, ich wusste. Wir haben ja gesagt, beim Perfekt kann ich im Deutschen entweder perfekt oder imperfekt übersetzen. Und jetzt habe ich beim ersten Satz ein Infinitiv Futur, also nachzeitigen ACI. Ich hoffe, dass wir siegen werden. Aber da kann ich im Deutschen eben auch das Präsens machen. Ich hoffe, dass wir siegen. Jetzt im Satz 2 habe ich die Vorzeitigkeit, den Infinitiv Perfekt, scivi te affuisse. Ich wusste, und jetzt, wenn ich es genau übersetze, dann sage ich, dass du da gewesen warst, also Plusquamperfekt als Vorzeitigkeit zum Perfekt bzw. Präteritum. Oder ich kann aber auch sagen, ich wusste, dass du da warst. Also beim vorzeitigen oder nachzeitigen ACI ist die deutsche Übersetzung oft nicht so genau wie das lateinische. So, jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Besonderheit im ACI, das Reflexivum se. Wie ist denn das jetzt? Schauen wir mal uns einen Satz an. Marcus dicit se felicem esse. Also Marcus dicit, Marcus sagt. Und jetzt kann ja der ACI auch beinhalten, dass jemand was sagt, womit er sich selber meint. Und das ist eben dieses Se, das bezieht sich auf das Subjekt des Hauptsatzes. Markus sagt, dass er, also der Markus, glücklich ist. Also das Sie, das Se bezieht sich auf das Subjekt des Hauptsatzes als Reflexivum. Und zwar ist es deswegen so, weil der ACI im Lateinischen ein Satzglied ist, also und kein Gliedsatz. Also der ACI im Lateinischen hat ja eben kein Komma. Also da ist es einfach ein Satzglied und deswegen bezieht sich das Se reflexiv auf das Subjekt. Also Markus sagt, dass er, also er selber, glücklich ist. Und ich habe jetzt noch als Übersetzung, Markus sagt, dass er glücklich sei. Also das ist ja sozusagen so eine Art indirekte Rede. Das ist jetzt schon für die Fortgeschrittenen unter euch, dass man also bei der indirekten Rede im Deutschen eigentlich den Konjunktiv nimmt. Aber also jetzt für die, die gerade den ACI neu lernen, da ist natürlich auch richtig, Markus sagt, dass er glücklich ist. So, gehen wir gleich zu noch einem Übungssatz. Amici dicunt se felices esse. So, was ist jetzt der Unterschied? Jetzt habe ich einen Plural im Hauptsatz. Die Freunde sagen. Und wieder ist es dasselbe Reflexivum se felices esse, aber da muss ich natürlich jetzt im Deutschen übersetzen. Die Freunde sagen, dass sie glücklich sind. Also dieses se, da ist jetzt wieder das Lateinische, wieder ein bisschen ungenauer wie das Deutsche, weil das se passt immer für alles. Das Se passt für Singular, das Se passt für Plural, das Se passt für Maskulin, das Se würde auch für Feminin passen. Also dieses Se ist da wie so ein Chamäleon und passt für alles. Wir im Deutschen, da sind wir genauer. Da beziehen wir das natürlich dann immer, weil wir ja aus diesem Satzglied einen Gliedsatz machen mit dem das. Da müssen wir das ja dann auf den jeweiligen Subjekt beziehen. Also in dem Fall, die Freunde sagen, dass sie glücklich sind oder beziehungsweise dass sie glücklich seien, weil das ist wieder das mit der indirekten Rede. So, und jetzt schauen wir mal, wie das ist, wenn man da einen etwas anderen Satz hat. Marcus dicit eum felicem esse. Also eum kennen wir ja schon, eine Form von is, er, it, dieser, diese, dieses. So, was bedeutet das jetzt? Marcus sagt, dass er glücklich ist. Aber jetzt ist nicht der Markus gemeint, sondern da ist jetzt irgendjemand anders gemeint. Deswegen sollte man vielleicht dann auch sagen, Markus sagt, dass dieser glücklich ist. Also es muss jetzt in dem Text, also das muss ein Satz sein, was der aus dem Text Zusammenhang genommen ist. Also da geht es vielleicht um den Quintus oder sonst um irgendjemand. Und jetzt Markus sagt, dass er, also der Quintus, der andere, glücklich ist, also nicht der Markus selber, sondern ein anderer. Und da nimmt man jetzt natürlich nicht das Reflexivum, sondern eine Form von is, er, it, den Akkusativ,
Also das heißt, also wenn da eum steht, beziehungsweise wenn das jetzt mehrere wären, dann würde man natürlich eos felices esse sagen. Also da muss ich dann eine Form von is er nehmen, wenn es sich um eine andere Person handelt. Also das ist ganz wichtig. Also Markus sagt, dass dieser, also gemeint ein anderer, glücklich ist oder sei. So, also nochmal zu merken. Das Reflexivum se bezieht sich immer auf das Subjekt des Hauptsatzes. Also egal, ob das Subjekt jetzt im Singular ist oder im Plural oder im Maskulin oder im Feminin, wurscht. Das heißt immer, immer se. Also es steht beim Singular und beim Plural. Das ist wichtig. So, jetzt kommen wir zum ACI für Fortgeschrittene. Also wenn man jetzt schon sozusagen vertraut ist und den ACI schon sicher erkennt und auch schon das kapiert hat, wie das mit dem Zeitverhältnis geht und wenn man auch das mit dem Reflexivum schon super kapiert hat, dann kann man jetzt sich natürlich noch etwas elegantere Übersetzungsmöglichkeiten für den ACI zu Gemüte führen. Also, wir machen wieder einen Satz. Claudia putat vos felices esse. So, die Grundübersetzung, also das würde ich jedem nur unbedingt raten, ist immer noch unser Komma das. Also so würde ich immer anfangen. Claudia glaubt, dass ihr glücklich seid. Also, der Das-Satz. So, und jetzt könnte ich natürlich das noch ein bisschen anders übersetzen. Also Claudia glaubt, ihr seid glücklich, also als Gliedsatz ohne Subjunktion, also ohne das. Was hätte ich noch für eine Möglichkeit? Ich könnte auch aus dem Ganzen einen Hauptsatz machen und den ACI als Hauptsatz eben machen und den Hauptsatz jetzt als Präpositionalausdruck. Das ist jetzt schon Stufe 2 der Fortschreitung. Nach Claudias Ansicht, also so habe ich jetzt dieses Claudia putat übersetzt, seid ihr glücklich. Aber ich warne da sofort, sowas so zu übersetzen, sondern ich würde immer im ersten Schritt das mit dem das machen, weil sonst kann es sein, dass man das alles falsch bezieht und falsch übersetzt und dann kriegt man da lauter Fehler. Also als Tipp bitte also immer erstmal den Das-Satz übersetzen, der stimmt nämlich dann immer. Und wenn du dir dann ganz sicher bist und noch viel Zeit hast in der Schulaufgabe oder in der Klausur und sagst, also jetzt mache ich noch sozusagen das Feintuning, dann kann man die elegantere Übersetzung nehmen. So, jetzt noch sozusagen zum Schluss mache ich noch ein paar Übungssätze für Anfänger und danach noch ein paar Übungssätze für, also einen langen Übungssatz für Fortgeschrittene. So, hier sind also jetzt die Übungssätze für die Anfänger. Und am besten, man schreibt die sich ab oder schreibt dann eben gleich mal die Übersetzung hin und hält das Video dann an und schaut, ob man jetzt alles kapiert hat. Also Tantalus negat se filium necavisse. Da habe ich also jetzt im Hauptsatz Präsens negat. Und ich weiß, necavisse ist jetzt Infinitiv perfekt. Der Infinitiv perfekt bedeutet, dass die Handlung des ACIs vorzeitig ist zur Handlung des Hauptsatzes. Außerdem habe ich noch was eingebaut. Da kommt jetzt also das Se, das Reflexivum vor. Ich weiß, das Reflexivum bezieht sich auf Subjekt des Hauptsatzes. Das Subjekt des Hauptsatzes ist Tantalus. Und schon kann ich den Satz übersetzen. Tantalus leugnet, dass er, also der Tantalus, seinen Sohn getötet hat. Also, ich mache im Hauptsatz Präsens und im ACI vorzeitig dazu perfekt. So, dann machen wir den zweiten Satz. Dei autem sciunt eum filium suum necavisse. Da habe ich den Hauptsatz Dei autem sciunt. Hier habe ich auch wieder Präsens. Und jetzt habe ich auch wieder als Infinitiv den Infinitiv perfekt, also auch wieder vorzeitig. Das heißt, ich muss den ACI wieder mit perfekt übersetzen. Und jetzt habe ich nicht se als Akkusativ vom ACI, sondern eum. Und da weiß ich jetzt,
Das bezieht sich also jetzt nicht auf die Götter, auf die Dei, sondern auf was anderes. Jetzt schauen wir mal, wie die Übersetzung heißt. Die Götter aber wissen, dass, und jetzt er oder dieser, weil es ist ja ein Akkusativ Singular, seinen Sohn getötet hat. Also, und diese, das wissen wir jetzt aus dem Textzusammenhang, dass mit dem dieser der Tantalus natürlich gemeint sein muss. Also die Götter aber wissen, dass er seinen Sohn getötet hat. Und gleich noch einen dritten Satz. Graeci narraverunt tantalum in Tartaro esse. Jetzt habe ich im Hauptsatz perfekt narraverunt. Und der ACI tantalum in Tartaro esse hat jetzt einen Infinitiv Präsens, also esse. Ich weiß, dass Infinitiv Präsens gleichzeitig bedeutet. Und jetzt habe ich also narraverunt perfekt. Jetzt weiß ich also, dass die Handlung des ACIs gleichzeitig zur Handlung des Hauptsatzes passiert ist. Das heißt, dass beides in der Vergangenheit spielt. Die Griechen erzählten, dass sich Tantalos im Tartaros befand. So, am besten, genau, du machst eben auch erst diese drei Sätze und übersetzt sie selber und dann kannst du dir die Lösung anschauen. So, jetzt kommt noch der vierte Satz. Dixerunt eum fame laborare. So, hier habe ich nochmal, also einen sehr kurzen Hauptsatz, der eigentlich nur aus dem Verb besteht, dixerunt, im Perfekt und wieder einen Infinitiv Präsens. Also es spielt wieder alles gleichzeitig, aber gleichzeitig in der Vergangenheit. Sie sagten, also gemeint sind die Griechen, sie sagten, dass eum, also das ist wieder der andere, sie sagten, dass der Tantalus, also dass er oder dass dieser, an Hunger litt. Also laborare mit Ablativ heißt ja leiden. So, dann habe ich euch jetzt, schaut nochmal, ob ihr selber diese Sätze auch übersetzen könnt. Und dann haltet ihr vielleicht jetzt da das Video an und dann macht ihr es erst weiter, wenn ihr es fertig habt. Und dann kommen die ganzen Sätze, wie wir sie gerade schon übersetzt haben. Okay. Genau, also wenn du diese Sätze dann schon gut übersetzen kannst, das würde ich vielleicht auch ein paar Mal üben und dann auch, wenn du es schriftlich gemacht hast, dann kannst du es auch mündlich machen und wenn das dann schon super geht, dann bist du schon ziemlich weit fortgeschritten in deiner Erkenntnis mit dem ACI. Und jetzt im nächsten Schritt zeige ich dir jetzt nochmal einen Satz, einen Originalsatz aus der lateinischen Literatur von Cicero. Da seht ihr, also so Originalsätze können also viel länger werden. Das ganze Ding ist ein einziger Satz und da sind jetzt mehrere ACIs eingebaut. Und ich habe jetzt einfach mal diesen Originalsatz so gelassen. Also das würde man jetzt zum Beispiel in der Abiturklasse erst machen. Und da kann man natürlich auch schon viel, viel mehr Wörter und viel mehr andere Grammatik. Also aus Ciceros De Republica. Ziemlich weit hinten im Somnium Scipionis. Cernis autem eandem terram quasi quibustam redimitam et circumdatam cingulis, equibus duos maxime inter se diversus et caeli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos, obriguisse pruina vides, medium autem illum et maximum solis ardore torreri. Also hier beschreibt jetzt, wird jetzt also praktisch die Welt beschrieben, also die verschiedenen sozusagen Klimazonen der Erde. Und jetzt geht's gleich mit dem Hauptverb los, Cernis autem. Du siehst aber, und jetzt kommt dann, ich habe es natürlich extra so ausgesucht, sofort der erste ACI. Eandem terram ist also der Akkusativ von dem ACI, dass dieselbe Erde, also idem heißt ja derselbe, quasi quibusdam redimitam et circumdatam cingulis. Und jetzt
hat er hier sozusagen eine Ellipse gemacht, der Cicero, dieses redimitam et circumdatam, da müsste man beide Male redimitam esse et circumdatam cingulis esse, also man würde das esse eigentlich erst am Schluss als einmal setzen, cingulis esse, aber beide Male sind diese beiden, redimitam und circumdatam sind also die beiden Infinitive, das sind jetzt beides Infinitiv perfekt passiv und worauf bezieht sich jetzt jeweils dieser Infinitiv perfekt passiv? Das bezieht sich natürlich auf terram, das sieht man ja auch an der Endung. Also, und wir sehen dieses redimitam et circumdatam, das ist also einer von den typischen ciceronianischen Doppelausdrücken. Also Cicero sagt alles gerne gleich zweimal, was auch heute im Italienischen die Italiener noch sehr gern sagen, zum Beispiel indem sie dieses Wort cioè einfügen und dann das gleich nochmal. Also die italienische Sprache, die ja aus dem Lateinischen kommt, ist auch heute noch viel redundanter, also das heißt viel blumiger und als jetzt unsere Sprache, wenn wir also aus dem Italienischen irgendwas übersetzen, dann ist das im Deutschen meistens so relativ kurz und vielleicht etwas trocken. Und die Italiener, die sagen das also noch viel ausführlicher und ja eben bildlicher und blumiger. Also, du siehst aber, dass dieselbe Erde gleichsam von einigen des Quibusdam, Quidam heißt ja ein Gewisser und dieses Quibusdam gehört zu den Cingulis, also ist Ablativ, also das muss man schauen, dass das, also sie sehen, dass es zusammengehört. Und Cingulum, also von Cingere umgürten, Cingulum heißt also praktisch der Gürtel, also was mich umgürtet. Und auf Griechisch heißt es dann Zone und daher kommt unser Fremdwort eben die Zone. Also deswegen habe ich jetzt hier dieses Wort mit den Zonen übersetzt. Und also du siehst also, dass dieselbe Erde gleichsam von einigen Zonen umgürtet und umgeben ist. Also das ist jetzt dieser ciceronianische Doppelausdruck, red imitam et circumdatam, circumdare von umgeben. Und jetzt equibus duos maxime inter se diversus et caeli verticibus ipsis et utraque parte sub nixos obriguisse pruina vides. Also vides ist jetzt mein nächstes Verb. Also ich habe hier einen Relativsatz und jetzt, also das ist auch jetzt schon für Fortgeschrittene und zwar einen verschränkten Relativsatz. Dieser Relativsatz ist sozusagen mit einem ACI verschränkt, also weil wir sind ja hier beim ACI. Also man muss dieses vides jetzt bei der Übersetzung voranziehen. Vides ist ja eigentlich ein Synonym für Kernis, also das heißt beides sehen. Also von denen du siehst. Und jetzt habe ich, der Akkusativ von ACI ist dann duos, das zwei. Und diese duos, die beziehen jetzt sich jetzt da eigentlich aus dem Hauptsatz auf diese Cingula, auf diese Zonen, also das zwei Zonen. Und jetzt darauf bezieht sich jetzt wieder dieses maxime inter se diversos, also das zwei, die sich räumlich äußerst voneinander unterscheiden, so habe ich das jetzt übersetzt. Also diversus heißt eben unterschieden sein. Also die sind sozusagen, also zwei Zonen, die sozusagen, die eine Zone ist am einen Ende der Welt und die andere Zone ist am anderen Ende der Welt. Wir schauen eben noch gleich, um welche Zonen es sich da handelt. Also maxime, also die größtmöglichen Abstand voneinander haben, also inter se untereinander. Und jetzt kommt dann noch dazu, dieses Subnixos, das bezieht sich eben auch wieder auf die Zonen. Und die, also jetzt habe ich dieses, das Subnixos ist ja ein Partizip perfekt passiv, das habe ich jetzt sozusagen mit einem Gliedsatz übersetzt. Und die, da sie auf beiden Seiten, ex utraque parte, auf die Himmelspole selbst gestützt sind, also das sind die Vertices Caeli, also Vertex ist sozusagen der Scheitel des Himmels oder der Himmelspol, also gemeint ist jetzt der Nordpol und der Südpol, also es geht jetzt um die Zonen des Nordpols und des Südpols, da sie auf beiden Seiten auf die Himmelspole selbst gestützt sind. Und wie schaut es jetzt am Nordpol bzw. am Südpol aus? Dass sie von Frost erstarrt sind, also obriguisse,
Obriescere heißt erstarren, also ein Verbum incohativum und pruina ist jetzt Ablativ und das heißt eben der Raureif oder eben auch der Frost. Und jetzt geht der ACI weiter noch, also und jetzt habe ich also nochmal mit dem das fortgesetzt. Jetzt habe ich also schon zwei Zonen, den Nordpol und den Südpol, also die sozusagen alle total vereist sind. Und jetzt habe ich aber ganz in der Mitte der Erde noch eine ganz andere Zone, Medium autem illum, also aber jener mittlere, es muss ja heißen jene mittlere, da habe ich mich vertippt, jene mittlere Zone muss es natürlich heißen, aber jene mittlere und größte, also nach der Vorstellung der antiken Welt war sozusagen diese mittlere Zone, also viel größer als jeweils die Arktis und die Antarktis, jene mittlere und größte von der Hitze der Sonne, also torrere heißt eigentlich dörren oder eben rösten, ich habe das jetzt ein bisschen in Gänsefüßchen gesetzt, also von der Hitze der Sonne, ardore solis, ardore ist Ablativ, solis ist Genitiv. Und es war ja bei Cicero auch häufig so, dass er den Genitiv eben voranstellt, also der vorangestellte Genitiv, von der Hitze der Sonne geröstet wird. Also gemeint ist jetzt eben die Wüste sozusagen am Äquator. Ja, das ist jetzt schon ein ziemlich langer Satz und der auch so ein bisschen verschachtelt ist. Aber wenn du jetzt sozusagen mit dem ACI-Lernen und mit dem Lateinlernen so weitermachst, dann kannst du bald solche schwierigen Sätze auch übersetzen. Und jetzt kommen wir noch zu dem Zuckerl, zu dem Additum Animalia par secunda für alle, die jetzt gerade anfangen, den ACI zu lernen. Tiere, die man jetzt nicht normal im Lateinunterricht lernt. Also wir haben hier Leo, Leonis, maskulin heißt der Löwe. Oder Serpens, Serpentis, die gibt es im Maskulin und im Feminin, heißt die Schlange. Also wer den Seeschlangensong kennt, der weiß ja, dass die Schlange Serpentina heißt. Und wer schon mal eine Passstraße raufgefahren ist, weiß auch, dass sich die Kurven da in Serpentinen winden. Und wenn ich diese ganzen Kurven sozusagen mir aufmal, den Berg hinauf, dann schaut das Ganze aus wie eine Schlange. Und drum heißen diese Kurven auch Serpentinen. So, dann Canis Canis, maskulin, das lernt man noch am ehesten, das heißt der Hund. Und man hat natürlich diesen schönen Spruch, Cave Canem, Warnung vor dem Hunde. Da kennt jeder bestimmt dieses schöne Fußbodenmosaik, was die Lateiner eben hatten, falls sie einen Hund besaßen. So, aber wer Hund lernen will, will natürlich auch das Pendant zu Hund lernen. Und zwar Felis Felis, Genitiv Plural Felium, heißt die Katze. Und wer aber die Katze lernt, will natürlich auch lernen Mus Muris, Maskulin Feminin. Das heißt also die Maus. Ja, also viel Spaß jetzt noch mit den lateinischen Tieren. Spero te adiuvare potuisse. Ich hoffe, ich konnte dich etwas unterstützen. Nunc jam multum in itinere profectus es. Sed ad hoc multa exercitatione opus est. Du bist jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten in deiner Bemühung um den ACI, aber du musst noch viel üben. Vale. Fiptium.